Bismillahirrahmanirrahim. Zuerst herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, auch hier zum dritten Mal referieren zu dürfen in mehreren Veranstaltungen. Das freut mich auch. Und auch vielen Dank für die große Vorbereitung und die Interesse daran. Kurz zu meiner Person. Ich bin vom Beruf her Biomediziner. Ich war auch in der Gentechnik tätig und auch in Bezug auf Krebsforschung und Molekularbiologie. Das verbindet das Thema mit mir, auch mit meiner Arbeit direkt, weil ich in Syrien geboren bin, habe ich in Hannover studiert und promoviert. Das reflektiert bei mir auch viele reelle und praktische Fälle. Und das hilft auch dabei, das Thema mehr zu verstehen, als wenn jemand nur ein Außenseiter ist, der sich damit beschäftigen kann. Gleichzeitig auch habe ich die Arbeit seit fast 8 Jahren in die Schura als ehrenamtlich zu arbeiten und auch das ganze Projekt für Seelsorge zu bauen. Das ist auch Gott sei Dank nach 70 Jahren. Und das ist zum Beispiel hier der Vertrag mit dem Justizministerium, dass die Ministerin auch Justizministerin dabei ist. Und auch der erste Kurs für Seelsorge in Hannover, der zweite Kurs vor 6 Wochen in Braunschweig auch gestartet für Ehrenamtliche. Das sind knapp 200 Stunden im Jahr und anschließend werden sie auch in die Krankenhäuser geschickt, beziehungsweise in die Hospize und Altersheime, je nach Bedarf. Das ist natürlich eine auch große ethische Herausforderung, alles aufzubauen, was man aufbauen soll. Und besonders, wir sind alle ehrenamtlich, wir haben keine Etats, aber wir versuchen unser Bestes in Bezug auf unsere auch ethische Verpflichtung gegenüber unseren Brüdern und Schwestern, auch gegenüber der deutschen Bevölkerung und anderen Menschen. Mensch ist Mensch, bleibt auch. Ich werde deshalb, sage ich auch dieses Beispiel, vorgestern in Bielefeld, beziehungsweise am Sonntag, wollte ich zum Essen gehen, dann kam ein Mann, ein alter Mann, hat für ihn die Tür geöffnet. Und dann, bitte kommen Sie mal erst rein, Sie sind ein bisschen, also sieht er, als ob er krank ist. Und dann hat mich gesagt, sagte, gibt es das noch? Oh, dass man jemand die Tür öffnet. Ich war natürlich überrascht. Und dann habe ich ihm gesagt, er sagte, ich kenne das nicht mehr in meinem Alter, macht man das nicht mehr. Das war für mich natürlich ein trauriger Schock. Aber ich merkte, man soll also mehr miteinander tun, um auch diese Ziele, ist egal, ob man Muslim oder nicht Muslim ist, diese Ziele zu erreichen. Ein orientierungsloser Mensch oder Patient kommt in Krankenhaus oder Hospiz oder irgendwo auch manchmal auf der Straße. Aber nehmen wir Beispiel im Krankenhaus und sehen wir einfach mehr Faktoren. Erstens also die Besucher, dann die Verantwortlichen, immer redet man über die Finanzierung, dass man das behindert, dass man auch mehr Zeit für den Patienten oder Betroffenen hat. Die Verwandten, die auch dabei manchmal scharenweise, Entschuldigung, stürzen und wollen gerne ihn besuchen. Dann bei kriminellen Fällen, Polizei, Staatsanwalt, bei Unfällen, Selbstmord. Oder zum Beispiel auch die Seelsorger, die später eine Sonderrolle haben. Und das gestresste, komplette Personal im Krankenhaus, beziehungsweise die Atmosphäre. Ich komme zu einem Krankenhaus, nicht zu einem Heilhaus, wie auf Arabisch heißt. Und dann auch der Leid des Patienten selber spielt auch eine Rolle. In diesem Zusammenhang, die Seele des Menschen ist in fremden Händen und nicht in vertrauten Händen. Der Begriff, nehme ich gerne den Begriff Seele, weil wir sagen auch Seelsorge. Welche Maßnahmen gibt es natürlich, welche für die orientierungslosen Menschen in der Pflege benötigen oder gibt? Gibt es in der islamischen Lehre Empfehlungen mit Umgang miteinander? Muslime oder Nicht-Muslime? In diesem Fall verlassen wir Osnabrück und fahren wir kurz nach Mekka. Das ist auch eine multireligiöse, das ist eine multireligiöse Gemeinschaft gewesen mit mindestens 9 Religionen. Die meisten wissen das nicht. Und dort kam der Prophet Friede auf ihn mit der Lehre Gott. Und Gott, also Allah auf Arabisch, sagte, dass er selber den Adam mit seinen eigenen Händen, Verzeihung den Begriff eigenen Händen, das ist so in Theologisch sagt man, aber ich nehme nur die Eier, wie die ist, ohne jetzt dokumentieren und streiten darüber, was das bedeutet. Er hat Adam mit seinen eigenen Händen erschaffen, beziehungsweise geformt und er hat ihn von seinem auch Geist eingehaucht. Das sieht man, der Wert des Menschen bei Gott, dass er ihm auch Khalifa, Stellvertreter oder Verwalter schickt. Und hat ihn nicht nur ihn selber geehrt und auch über viele Rollen der Engel also verehrt bzw. gegeben, sondern auch seine Nachfolger, das heißt wir. Wir sind auch vom Gott verehrt und wir haben auch diesen Respekt zu übernehmen und zur Verantwortung zu bekommen. Jetzt sieht man die Umsetzung, auch im deutschen Gesetz gibt es diesen Begriff, wenn man sieht zum Beispiel in der Präambel, dass man selten darüber redet, sagt man, in seiner Verantwortung vor Gott und der Menschen und der Bundesrepublik zum Beispiel, kommt Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich hoffe, dass die Praxis so bleibt. Der Wert des Menschen und sein Leben
Wenn jemand ein Leben rettet im Islam, tut er, als ob er die ganze Menschheit gerettet hat. Ich brauche nicht Details jetzt über die Suren zu zeigen, weil das hier ist lange. Ich musste die Zeit kurz, Entschuldigung, kam ich auch die Information. Aber wer auch einen Mensch tötet, ohne, also mit Absicht, das heißt mit Gewalttat, ohne einen juristischen Grund, dann tötet er die ganze Menschheit. Weil die ganze Menschheit ist aus einem Vater und Mutter. Der Arzt und der Medizinpersonal, Pfleger zu sein, ist im Islam eine Berufung, nicht Beruf. Der Schafi'i, radiallahu anhu, sagte, das ist der zweite beste Beruf bei Gott nach dem also Theologe oder der großen Gelehrten. Deshalb auch die Verantwortung des Arztes oder des Personals ist eine Art von das Gute oder Gütige als Treuhand. Weil Gott gab die Himmel und Erde diese Verantwortung treuhand gegeben, aber die Himmel und Erde und anderen haben abgelehnt und der Mensch sagte, ich übernehme diese Aufgabe, ich bin bereit, das zu tun. Und Gott gab ihm diese Treuhand nach dem Motto, alles ist Anvertrautes, ist Verpflichtendes und auch mit Verantwortung gebunden. Aber mit dieser Verantwortung natürlich ist gebunden auch die Eigenschaften, diese Treuhand bzw. Umgang miteinander. Das ist zuerst der erste Punkt in dem Vortrag. Praktisch jetzt rede ich über die ethischen Standarde im Islam, ist praktisch über die Barmherzigkeit. Und Gott sagte, doch meine Barmherzigkeit umfasst alles, also beziehungsweise alle Dinge. Das ist ein Grundprinzip, deshalb wir sagen auch manchmal in Bezug auf, wie geht man Patient mit Arzt oder umgekehrt, wir sagen, haben wir ein Sprichwort auf Arabisch, wer die Schmerzen und darunter die Schmerzen leidet, beziehungsweise die bekommt, ist anders als derjenige, der sie kontrolliert, guckt oder erfasst. Ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Begriff auf Deutsch gibt. Das heißt, der Arzt sieht die Schmerzen, genau wie heute auch morgen gesprochen wurde, aber der leidende Patient im Inneren ist ganz anders vom Gefühl her als derjenige, der ihn behandelt. Und das ist auch dieses Gefühl, bis der Arzt selber manchmal die Schmerzen bekommt und sagt, ja, ich merke jetzt, ich habe da auch diesen Fall gehabt. So, und dann die Anwendung der Barmherzigkeit sollte auch angewandt werden, nicht nur die Theorie des Koran, dass der Prophet Friede auf ihn sagte, wer den Menschen gegenüber sich unbarmherzig verhält, also nochmal unbarmherzig verhält, wird der vom Gott also keine Barmherzigkeit erfahren. Das heißt, die Umsetzung ist auch mit dem Menschen sollte auch so sein, dass die Barmherzigkeit miteinander zu gehen eine Pflicht. Und auch der Prophet Friede auf ihm bestätigt auch diese Ayat und sagte, wahrlich, wer den sanften Umgang, nicht nur die Barmherzigkeit, sondern auch den sanften Umgang miteinander, besonders im Pflegepersonal, wie geht man mit dem körperlichen und seelischen um, ist praktisch, wer das nicht besitzt, bekommt, also beziehungsweise bekommt die Güte von Allah, von Gott nicht. Das ist wichtig auch über die Belohnung bzw. die Warnung. Interessant ist auch die Gleichbehandlung bzw. die gleiche Situation zwischen beiden, dass in der Gemeinschaft auch jeder gleich wie der andere ist. Diese Gleiche besteht zum Beispiel in dem Zitat des Propheten, Friede auf ihm sagte, wer Mu'min, also tiefgläubig ist, sollte für sich wünschen, was er für seinen anderen Bruder oder Schwester wünscht. Dieser Wunsch und die Realität sollte natürlich normalerweise Einheit sein, aber es ist nicht immer. Das erleben wir ab und zu. Die Gleichstellung und im multireligiösen bzw. multikulturellen Konzept ist, dass der Prophet Friede auf ihm sagte, dass in einem Beispiel ein Trauerzug kam vorbei. Der Prophet Friede auf ihm stand auf, aus Respekt. Er saß, dann stand er auf und die Gefährten sagten, das ist kein Muslim. Die standen nicht auf. Aber er sagte, das ist eine menschliche Seele. Dann sind sie aufgestanden. Dann hat er praktisch diese Vorurteil abgebaut, sagt der Mensch, Mensch, auch wenn er tot ist. Und das ist auch eine Umsetzung der Gemeinsamkeit. Die gegenseitige Toleranz, auch in Bezug auf die Behandlung in diesem Zusammenhang, nicht nur bei den Toten und so weiter, sondern auch bei anderen Situationen, zeigt von der Aisha, die Mutter der Gläubigen, Allah Wohltätigkeit auf ihr, dass sie sagte, als der Prophet Friede auf ihn krank war, kamen viele arabische Ärzte. Sie haben Rezepte dem Prophet gegeben, um ihn also zu behandeln. Sie hat die aufgenommen, sie hat auch mit dem Propheten darüber gesprochen. Aber sie sagte viele arabische verschiedene. Sie sagte nicht, ob sie Muslim sind oder nicht. Und bei vielen Umayyaden, Kalifen zum Beispiel, waren die Ärzte Juden und Christen und auch zum Teil Atheisten, besonders in der Zeit von Harun Rashid. Also multikulturell zu arbeiten oder multireligiös zu arbeiten, ist eine Selbstverständlichkeit im Islam und besonders leben wir hier. Die eine große Rolle spielt, wurde auch häufig diskutiert, ist die Rolle der Familie, Angehörigen, Gemeinschaft.
Natürlich, die Gemeinschaft und die Familie spielen eine große Rolle und zum Teil auch effektive Rolle, besonders um die Zusammenarbeit mit dem Personal in der Pflege. Da komme ich auch ein bisschen darauf später zurück, bei den nur allgemeinen Anweisungen bzw. Empfehlungen, dass der Prophet Friede auf ihn sagte, das Gleichnis der Gläubigkeit und ihre Verbundenheit miteinander und die Barmherzigkeit dazu auch wird wie das Gleichnis eines Körpers. Wenn ein Organ leidet, leiden alle mit. Manchmal hat man nur kleine Fußverletzung und trotzdem ist sein ganzer Körper in Aufruhr bzw. unruhig. Obwohl das kleine Verletzung, die manchmal noch nicht ein halbes Zentimeter ist oder ein kleines entzündetes, zum Beispiel entzündetes Fuß oder irgendein Teil oder irgendein Geschehnis oder auch seelisch, dass der Körper auch darunter leidet. In einigen Fällen kann die Familie, die Angehörigen und die Gemeinschaft eine sehr große Rolle spielen, wenn sie mit dem Personal ein Team bildet. Das ist wichtig. Nach dem Motto Team heißt Zusammenarbeit, Vertrauen, Konzepte entwickeln, helfen gegenseitig, entlasten gegenseitig. Das ist ein großer Sinn. Wir kriegen viele Fragen. Ich rede jetzt über die Realität praktisch und komme jetzt zu den Empfehlungen, weil wir sagen zwischen Klammern so, sagen wir auch Spaß, wir sind das Volk, also wir sind nicht die Theoretiker, sondern die praktisch Anwendenden. Wir kriegen die Antworten. Wie können wir sie lösen in den Gemeinden? Wir sind ca. 100 Moscheen. Multikulturell, multisprachig. Wir haben die Araber, die Bosniaken, die Schiiten, die Sunniten, die Albaner, die meisten Türken zum Beispiel. Auch unter den Türken sind unterschiedliche Gruppierungen. Aber alle versuchen gemeinsam ein Konzept zu stellen, beziehungsweise zusammenzuarbeiten. Wer kann das? Ohne Rücksicht auf seine Herkunft. Wer kann dabei helfen? Wer tut das auch? Und da kommen jetzt zum Beispiel Empfehlungen, wie man das umsetzt. In Bezug auf allen Lagen. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit, ich wollte zuerst viel definitiv informieren, beziehungsweise Einzelpunkte, aber ich komme auf jetzt Koran und Bittgebete zum Beispiel lesen oder von den Besuchern für den Patienten oder Sterbenden zu lesen, beziehungsweise zu rezitieren. In dem Raum, das wird häufig umstritten, in dem Raum zum Beispiel keine Bilder von Menschen und Tieren enthalten, ähnlich auch wie im Judentum, das ist auch wird empfohlen. Den Hintergrund kann ich später darüber erzählen. Den Menschen zu erinnern an seine Pflichten, falls er am Sterben liegt. Was sind die Pflichten zum Beispiel, die seine Gelder für, wenn er jetzt noch nicht das ausgegeben hat, die zum Beispiel Zakat-Pflicht, Gelder zu geben für die Armen und Bedürftigen, weil das auch ein Teil, wo Allah ihm dabei hilft, auch seine Sünden zu reduzieren. Dann zum Beispiel andere Aufgaben und Testamente umzusetzen, wenn er Wünsche hat, aber positive Wünsche, die die Familie nicht praktisch benachteiligen. Dann Patienten seelisch nicht viel Gespräche über Feuer und Hölle belasten. Manche kommen leider, manche gibt es sehr seltene Muslime, die kommen, drohen dem Patienten, ja Gott wird dich verbrennen, er liegt am Sterben. Der Patient bricht zusammen, manchmal ist er depressiv und sagt, Gott, warum ist die ganze nicht da? Also ich bin jetzt praktisch nutzlos, das heißt, ich komme ins Feuer. Das stimmt nicht. Da muss man das ändern, muss auch das sowas verbieten und wir sagen auch nicht darüber sprechen, umgekehrt. Gottes Barmherzigkeit bis zur letzten Sekunde des Todes. Man kann das bei Gott bereuen. Da muss man auch den Patienten motivieren und nicht irgendwie demotivieren. Dann mindestens auch einmal in der Woche ganz waschen, das kennen Sie auch in der Pflege. Dann auch mit, jetzt komme ich zu vielen Besuchern. Wenn die vielen Besucher im Krankenhaus die Arbeit der Personal blockieren, bitte rufen Sie die Gemeinde an, rufen Sie die Imame an, die Seelsorge an, dass sie Ihnen dabei helfen, dass das gestoppt wird. Und nicht mehr als vielleicht 4 oder 5 Personen, solange die Station oder die Abteilung oder der Notdienst das besucht. Wir haben auch hier Ärzte, vielleicht können Sie uns auch später über direkte Erfahrungen haben. Also die viele Besucher auch vermeiden zum Teil, dass auch der Patient selber manchmal denkt, alleine, was habe ich noch zu denken, wenn er noch also fähig zu denken, nicht im Koma oder ähnliches, was wir nicht wissen, wie er im Koma denkt, das ist ausgeschlossen, aber dass man mit darüber spricht. Weitere zum Beispiel Möglichkeiten zu verrichten der Pflichtgebete, das haben Sie gerade auch gesprochen, nicht nur also in einem neutralen Raum, auch Pflichtgebete nachzuholen, wenn das möglich wäre, bei denjenigen, die zum Teil auch nicht mehr schaffen, lange zu überleben, wenn das machbar ist, um ihn zu motivieren, islamische zubereitete Essen nach islamischen Grundregeln also anzubieten, dann die Fastenphase je nach Lage mit Medikamenten und so weiter geben. Aber die Ärzte entscheiden, dass es wichtiger ist, wenn das Medikament wirklich regelmäßig eingenommen werden soll, wegen seiner sogenannten Halbwertigkeit. Da muss man die Ärzte, also wiegt einfach das Pflicht der Religiosität, wenn das muss und nicht soll oder kann. Für Kinder gibt es Sonderregeln, da mindestens die Familie entscheidet darüber, je nach Lage.
die Körperberührung bitte beschränken, zum Beispiel auf die medizinischen Maßnahmen und nicht irgendwie allgemein. Ich sage nur ein kleines Beispiel. Ich kam einfach in eine, besuchte ich eine Patientin, die am Sterben lag, eine Muslima. Ich kam zu einer Intensivstation in einem anderen Haus und gucke mal einfach, ohne Rücksicht einfach, die Person, dass ihr Oberkörper frei ist. Keinen Grund gibt, die ist im Koma. Dann habe ich ihren Körper bedeckt, einfach blieb ich 10 Minuten, konnte ich nicht aushalten, bin ich rausgegangen. Und habe auch mit dem Personal indirekt darüber gesprochen. Dann die gleichgeschlechtliche Betreuungspersonal, besonders, es ist häufiger das Problem nicht mit, dass Frauen Männer pflegen, sondern mit den Männern, wenn die Männer Frauen pflegen. Das wird problematischer und das ist noch ein Problem, der noch mehr Arbeitsbedarf ist. Vor allem für die Personal, besonders für die Teamarbeit zum Beispiel, den Patienten fragen, ob er einen Imam kennt, das haben wir, glaube ich, auch heute haben Sie erwähnt, das ist eine Hilfsmaßnahme, um Entspannung und Konfrontation zu vermeiden. Den Patienten fragen, ob er alleine lebt und oder keine Angehörigen hier hat. Den Patienten auch fragen, ob er Gemeinde, Moschee gehört. Dann bei Bedarfkonflikten auch Theologen, Imame und Seelsorger bestellen, um das dabei zu helfen. Das haben wir gehabt. Das war toll. Ich werde nachher kurz ein Beispiel erzählen. Und die Landsverbände der Muslime, Shura und Didim, sind auch wir, die beiden Vertreter auch gegenüber dem Land Niedersachsen. Der Vertrag ist zu Ende. Hoffen wir, dass ein paar Monaten unterschrieben wird. Wir bieten das an. Auch, das ist auch ein Teil des Staatsvertrags, die Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Nicht nur das, auch die Lage der Atmosphäre des Patienten zu verbessern. Duft und Natur als Schönheit für die Seele und den Patienten. Ich glaube, fast wenige von Ihnen wissen, woher die Gewohnheit kommt, dass dem Patienten Blumen schenkt. Das normalerweise ist eine Gewohnheit des Propheten, mit der Friede mit ihm. Also er sagte, wenn ihr Duftstoff bekommt, dürft ihr, besonders Leiches, dürft ihr das nicht ablehnen, weil das ist leicht und duftig. Und wir haben als Kinder, das muss ich sagen, wir haben als Kinder gelernt, wir haben Jasmine zu Hause bei uns, zu Hause, also in einem Haus. Wir haben gelernt, dass man sie frühmorgen erntet zur Schule. Wenn man zur Schule geht, hat man so 30, 40 kleine Blümchen und kommt einfach zu den anderen, gibt ihr ein bisschen, sagt ihr, grüßt den Propheten. Und riech mal das. Das ist, ich bin so erzogen zu Hause, in einer nicht 100% religiösen Familie. Aber das sieht man, die Realität ist immer da. Und wir haben das, wir vererben das unseren Kindern. Und dann kam der berühmte Professor und große Chirurg Abu Qasim al-Zahrawi, 936 bis 1013, also fast 1000 Jahre alt, und hat diese Gewohnheit in den Patientenzimmer eingeführt und sagte, der Patient hat Recht, auch die Natur zu riechen, wenn er nicht draußen im Garten sie direkt riecht. Also verbindet ihn immer noch in seinem alten Leben, motivieren, und helfen, und auch der Duft zum Teil auch ist Antidepressiva, das wissen manche. Noch zwei Punkte, bin ich fertig, da halte ich noch an die Zeit. Also Seelsorge spielt eine große Rolle und wir sind am Aufbauphase und Erweiterungsphase und die ist vor dem Tod wichtig, nach dem Tod wichtig und bei Spätfolgen wichtig. Und für Patienten, die nicht Sterbenden sind, das machen wir regelmäßig, soweit wir können. Wir erhöhen die Kapazität und ich hoffe auch, dass wir also mehr Möglichkeit bekommen. Der Belohnung, es gibt nicht nur, dass man sagt, okay, ich mache etwas, sondern es gibt auch eine Belohnung, dass der Prophet Friede auf ihn sagte, wer einer von euch die eine weltliche Krise eines Bruders oder eines Menschen auch erleichtert, wird Gott ihn auch, oder bewältigt, beziehungsweise beseitigt, wird Gott ihn auch im jüngsten Gericht einer seiner Krise beseitigen, beziehungsweise ihn dafür belohnen. Auch wenn der nicht Moslem ist. Und auch für Tiere. In diesem Zusammenhang können Sie ruhig das Zitat von Goethe, der war auch multikulturell und multireligiös, er sagte, wofür ich Allah höflich danke, dass er Leiden und Wissen getrennt, verzweifelt musste jeder Kranke das Übel kennen, wie der Arzt kennt. Wer sich selbst und den anderen erkennt, wird auch hier erkennen, Orient und Occident sind nicht mehr zu trennen. Das ist die Realität von Wolfgang Goethe und ich freue mich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.